Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project 176, Folge Nummer 93. Ich hab keine Ahnung, hallo. hi, ne? Wie geht's? Ich habe ein bisschen was gemacht, wie man vielleicht schon sieht. Ich habe nochmal einen neuen Crossbow gemacht, ich habe nochmal ein bisschen was geupdatet, ein bisschen was verbessert und was weiß ich nicht. Ich habe zum Beispiel ein Raven Feather Fletching dran, weil es ein bisschen höhere Modifier hat. Und hab mal, ich kann ja einfach, wir fangen einfach mal an. Erstmal hallo. Mal auf ordentliche Art und Weise. So. Ich habe jetzt offscreen mal meinen Bogen ein wenig geupdatet, meinen Shorty. Und zwar haben wir jetzt, da, wir haben zwei Enderium Bowlimp und einen Sold Bowstring, also aus Solarium. Wobei ich mit dem Bowstring mir noch unsicher bin, ob mir das so gefällt, wie es jetzt ist, aber naja, mal gucken. Jedenfalls, wir haben einen Draw Speed von 0,39, wir haben eine hohe Durability, wir haben einen Bonus Damage von 8, vorher hatten wir einen Bonus Damage von 6. Wir hatten Ruby Bowlimp und wir hatten Bronze Bowlimp. Das heißt, wir hatten 9,9, die Hälfte sind 4,5, also so 4,9, also sagen wir mal 5. Das heißt, wir hatten 5 Damage, extra Damage. Jetzt haben wir 8, das heißt, wir machen 3 Damage mehr mit dem Bogen, sowieso schon. Meinen Pfeil konnte ich nicht weiter updaten, verbessern so rum. Wir haben Fiery Arrowhead drin, das ist nicht das Beste. Der beste Arrowhead ist immer noch Manulin, beziehungsweise gab es noch eine Sache, die noch stärker war, aber ich weiß gerade nicht mehr, welches war. Irgendwas hat noch 10, glaube ich. Aber ich... Da! Amethyst. Amethyst ist das Höchste, aber dafür müsste ich nochmal im End ein bisschen auf die Suche gehen nach Amethyst und das habe ich jetzt erstmal nicht gemacht. Wäre auf jeden Fall was, was wir später mal noch machen können. Also, Amethyst ist noch ist das Stärkste, was wir haben. Ansonsten haben wir Manulin. Osmium hat auch nicht. Nee, genau. Also 7,6 ist das. Na, kann man sagen, zweithöchster. Ich glaube, es gab noch eine 9 nicht noch irgendwo. Die hatte andere Stats, die doof waren. Irgendwas war da. Deswegen, ja, wir lassen das so. Und ich habe hier auch noch einen Bolt gemacht für die Armbrust. Also wie gesagt, hier habe ich nur ausgetauscht einen Ravenfeather Fletching. Also Sledging von normaler Feder zu Raven Feather. Das ist im Endeffekt, was ich gemacht habe. Beim Bogen habe ich schon gesagt, wir haben jetzt zwei Ender Bowlim, was ein bisschen doof ist, wo ich noch ein bisschen am Überlegen bin, ob ich eine Sache noch ein bisschen umändere. Und zwar haben wir immer noch die Möglichkeit mit dem Embossment. Dann können wir einen Teil embossen, aber das können wir nicht wieder wegnehmen. Und das Embossment bringt Folgendes. Wir ersetzen die Traits von einem Teil. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ersetzen wir die Traits oder sie kommen dazu. Ich glaube, wir ersetzen sie. Aber die Stats bleiben gleich. Das heißt, wir könnten was nehmen mit extrem hohen Stats und könnten einfach die Traits, die wir dann haben wollen, da drauf ballern. Das heißt, zum Beispiel könnten wir Manulin nutzen als Basis und könnten dann mit Fiery Arrowhead embossen. Das ist was, was ich gerne mal irgendwann noch machen will, aber erstmal nicht jetzt. Dafür brauchen wir noch ein paar Sachen. Auf jeden Fall die Slime-Sachen. Und da können wir zum Beispiel so ein Enderium Bowlimp auch ersetzen, wenn wir das wollten, könnten sagen, hier, wir ersetzen das jetzt durch, blub. Weil die Modifiers decken sich ja nicht. Wir haben jetzt hier Interference Direct und Alien, das haben wir zweimal. Das heißt, wir könnten irgendwas nehmen, wo einfach wir sagen, die Traits, die drauf sind, die Modifier, die gefallen uns so gut, die wollen wir unbedingt haben, dann können wir die jetzt nochmal draufpacken. Wobei, beim Bogen bringt das relativ wenig. Das Einzige, was ich überlegt hatte, war vielleicht Ecological oder irgend sowas. Genau. Gut. Dann. Das war der Bogen. Dann habe ich noch ein Enderium Crossbow. Der besteht aus einem Osmium Tough Two Rod, Ender Bowlim, Gosso Tough Binding und Hemp Fiber Bowstring. Ich hab noch einen Solarium Bowstring gemacht gehabt. Aber das Problem ist halt, das hat Ride, also was heißt das Problem, das hat Rideable. Und hier habe ich im Moment das Ghostwood Tough Binding. Wir kriegen 20 weniger Durability, aber wir haben Ecological und Rideable. Das heißt, es repariert sich und wir haben eh schon Rideable. Das heißt, als Bowstring nehme ich einfach irgendwas mit einem Modifier, weil das
Solarium hat den Modifier von 0,75, das heißt, unsere Durability wäre niedriger. Wir haben 1900 Durability jetzt. Draw Speed ist bei 1,45. Bin ich nicht ganz so glücklich mit. Ich bin am überlegen, ob man anstatt Bonus-Damage vielleicht auf was anderes geht, aber dann müssen wir mal gucken. Das ist jedenfalls erstmal das, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht genau, wie... Okay, das Warp kommt nochmal durch. Ich weiß noch nicht genau, ob es mir gefällt, aber ja. Gut. Ja, das ist jedenfalls, was man nochmal... Vielleicht gucke ich noch ein paar andere Teile an, guck mal, wie sich es mit dem Damage verhält, ob es mal mehr wird, ob es mal weniger wird und so weiter. Und ja. Und der Bolt ist im Endeffekt dazu Ghostwood, Fiery Bolt Core, Feather Fletching und halt genau wie der komplett mit Quartz voll gemacht. Wir haben weniger Schuss, wir haben nur 57 Schuss anstatt 82. Ich weiß nicht ganz warum. Weil sie haben eigentlich exakt die gleichen Teile. Der einzige Unterschied ist... Na gut, hier haben wir einen anderen Modifier durch die Raven Feather. Haben wir einen Modifier, kommt von 1,15. Was wir eigentlich auch mal... Warte mal, wir machen mal... Machen das mal. Machen wir mal die Accuracy ein kleines bisschen runter. Machen aber dafür mal nochmal so ein Raven Fletching dran. Dann haben wir jetzt 66. Das ist ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Und wir haben noch den Vorteil, dass wir jetzt Twi'lek haben. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Und Twi'lek, speedier in the Trial Forest, more damage outside the Trials Forest. Das heißt, wir machen ein bisschen mehr Damage mit dem Ding. So, und da wir hier Bonus Damage von 12 haben, das einzige Problem ist natürlich, wenn wir feuern und dann nachladen, wir müssen es gedrückt halten und wenn es in der Mitte ist, loslassen und dann haben wir vollgeladen. Ja. Dauert wesentlich länger. Dauert halt 1,45 Sekunden, glaube ich, ne? 22, 23, ja, ungefähr. Vielleicht ist es auch 2 Sekunden. Ja, jedenfalls, das haben wir auch. Also wir haben den Crossbow, wie gesagt, wir haben Durity, ja. Well Established Petal Armor ist im Endeffekt Sachen, die uns jetzt nicht unbedingt was bringen. Die kommen von Osmium. Aber, nun gut. Ja, Interference haben wir auch noch. Direct hatten wir. Falls wir irgendwas abbauen, kriegen wir das direkt ins Inventar. Aber bringt uns auch nichts. Das ist genau das gleiche wie hier drüben. Genau. Und ansonsten haben wir hier noch Ecological. Das heißt, das Ding repariert sich auch wieder. Hier muss ich leider mit Enderium reparieren. Das ist das einzige Problem. Gut. Wir wollten heute ja Folgendes machen. Wir wollten ja mal gucken, dass wir den Widder machen. Und eigentlich bin ich relativ zufrieden mit den Tools, die wir jetzt haben. Das Einzige, was mir noch nicht gefällt, ist eigentlich mein Schwert. Weil für Schwertblade, da hatte ich jetzt nicht geguckt. Warte mal, das waren 16,3. Das war wesentlich mehr, ne? Das hatten wir schon geupgradet komplett. Das hat im Moment... ne. Einfach nur Swordblade, ja. Ich guck nochmal ganz kurz durch, warte, wir haben im Moment 7,6 auch wieder. Vibrant hat 9. Dass wir einfach was nehmen, also Vibrant merken wir uns mal ganz kurz. Weil ich würde gerne mein Schwert trotzdem nochmal ein bisschen hochballern, dass wir eine ordentliche Damage haben. Ich habe geguckt, Köpfe haben wir schon. Mandolin könnten wir noch nehmen. Hier haben wir wieder Amethyst mit dem höchsten. Aber sonst. Ja, also ich glaube, Vibrant wäre das Beste. Was war Vanishing? Ich muss nochmal ganz kurz gucken, bevor ich das jetzt mache. Und dann setzen wir uns an den Wither ran. Ich will nochmal kurz gucken. Two Materials. Nein. Vibrant Alloy. Vanishing. Chance to teleport enemies away. Nee, das wollen wir ja gar nicht. Das wollen wir ja mal gar nicht. Okay, dann hat das Ding einen riesen Nachteil. Machen zwar Damage, aber es kann passieren, dass das Ding wegfliegt. Nee, wir bleiben bei Fiery. Also behalten wir das Ding so, wie es ist. Gut. Okay. Ich habe zweimal Rideable drauf, aber ich glaube, nur einmal zählt. Ne? Also ich könnte theoretisch einen anderen White Guard nehmen. Ja, gut. Jedenfalls packe ich jetzt erstmal das eine Schwert weg. Beziehungsweise ich mache mal eine Kiste. Wir packen das mal alles in die Kiste rein, was wir nicht brauchen. Huch, zack. So, und zwar hier. So, also wir brauchen das zum einen erstmal gar nicht hier. Store of Knowledge brauchen wir erstmal nicht, weil alles, was ich jetzt nicht verlieren möchte, das packe ich erstmal rein. Essen brauchen wir, dann muss ich schon mal was rausnehmen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Weil es geht ja, es kann ja natürlich sein, dass wir jetzt alles Mögliche verlieren. Von dem ganzen Zeug her. Deswegen... Nehmen wir so wenig wie möglich mit.
Falls wir sterben und irgendwas Doofes passiert. Was ich nicht glaube. Wir werden übrigens den Widder hier hinten machen. Also wir werden es in der Oberwelt machen. Wir werden ihn hier oben irgendwo platzieren. Dahin, wo wir das Rift mal gemacht haben. In dem Gebiet. Und wir werden einfach mal ein bisschen feuern. Ein bisschen drauf hämmern. Mit unserem Schwert. Und mal gucken, was passiert. Gut. Ich wollte mal gucken, kann ich noch Potion? Ich habe noch 2 Instant Health Potion. Das ist schon mal ganz schlecht. Ich habe noch eine mit Wither. Was ich mal noch mache, was wir beim letzten Widderkampf auch gemacht hatten. Ich nehme noch mal ein bisschen Milch. Und dann werden wir versuchen, dem Widder ein bisschen aufzuweichen. Das Problem ist natürlich, er wird uns trotzdem erwischen. Das steht fest. Er wird uns erwischen. Und meine Kühe sind auch weniger geworden aus irgendeinem Grund. Ich habe schon einmal neu gepaart, alle. Aber so, jetzt noch ein paar Milcheimer. Wir haben ein paar Instant Health Potion. Wir können natürlich noch ein paar Instant Health Potion machen, aber. So, haben wir noch irgendwas Tolles? Wir haben das, was auflädt. Wir haben die Goggles of Revealing. Die bringen uns jetzt eigentlich auch nichts unbedingt in den Kampf. Außer den Wiss-Discount, den wir nicht nutzen werden. Mein Essen nehme ich mal so mit in den Beutel hier. Da nehme ich mal alles mit. Und sollten wir es nicht schaffen, müssen wir halt nochmal hinrennen und müssen versuchen, nochmal irgendwie den Widder zu bekämpfen. So. Das heißt, den Beutel lasse ich nämlich auch hier. Wir noch mal gucken, wir haben nochmal hier eine Regen Potion. Die kann ich nochmal mitnehmen. Ansonsten habe ich hier nichts, was ich irgendwie in irgendeiner Form. Wir können nochmal Thermometer mitnehmen. Wir können auch versuchen zu scannen. Wenn er da steht und sich auflädt, können wir den mal scannen. Okay. Sonst noch was eigentlich nicht, ne? Sonst ist ja nicht dabei, was wir jetzt bräuchten. Ja, genau. Gut. Was mich gerade interessiert, ich weiß nicht, hat das jemand von euch schon mal aufgeregt? Auf einem Blutaltar, ne? Kann man ja mit Hilfe von diesem, Dagger of Sacrifice, kann man ja einen Mob schlagen und der wird automatisch getötet und man kriegt die Menge an Blut rein. Funktioniert das auch beim Wither? Wenn ja, wäre das sau interessant. Okay, gut, ja. Aber es wird wahrscheinlich nicht gehen. So, wir packen mal den Eimer wieder weg. Wir behalten nur diese Eimerchen hier. Das Beutelchen behalten wir auch mal hier, weil ich habe keine Lust, das zu verlieren. Rüstung behalte ich an, ist nun mal die beste, die ich habe. Mit einer Haufen Protection, Mending und was weiß ich nicht. Das nehmen wir alles mit. Das brauchen wir am Anfang einmal und dann nie wieder. Gut, dann brauchen wir natürlich noch das Sourcing. Ups. Oh, dann brauchen wir da. Wir können natürlich auch wieder Proof of Obsidian machen, aber ehe wir das haben, da vergeht so viel Zeit, darauf habe ich keine Lust. Gut, ich bin aufgeregt. Ich werde es wahrscheinlich verkacken und dann muss ich Ewigkeiten das Vieh irgendwie noch versuchen zu bekämpfen. Ha, so. Jetzt bin ich gerade überlegen, was machen wir? Ich meine, meine Tinker-Tools gehen ja nicht kaputt. Das heißt, das Einzige, was ich verlieren könnte, wäre meine Rüstung. Und die beiden Teile behalte ich. Nur die oberen und unteren nicht. Und halt die Baubelsachen. Gut. So. Ich überlege gerade. Fällt mir noch irgendwas ein, was ich eigentlich bräuchte für einen Widderkampf? Nee, ne? Man könnte noch ein bisschen irgendwas mit Regen mitnehmen oder sowas, aber. Ah, ich hätte noch eine Idee, was wir machen könnten. Oh, weißt du, was das Schlimmste wäre? Wenn ich Unnatural Hunger kriegen würde. Ich glaube, dann würde ich das Spiel ausmachen. Im Witherkampf an Natural Hunger. Ich habe noch eine Sache, die ich jetzt noch gerne noch holen würde. Ich werde mal ein Eimerchen Milch aussaufen. Und zwar bin ich ein bisschen cheaty und hole mir einen Eimer von diesem wunderschönen wie heißt's? Von dem Wasser da. Mal gucken, wo ist denn. Ach, das wäre direkt hier vorne gewesen, okay. Dieses wunderschöne Regen-Wasser, was so extrem schnell funktioniert. Das ist was ich gern noch hätte. So. Wir können natürlich den ganzen Weg auch mit der Slimesling begehen, aber. Wo ist denn da der. Wo ist denn da der Spaß dabei? Vor allem, wenn man 20 Kilometer. Ich bin gerade wieder mehr runtergefallen, als ich hochgestiegen bin, gefühlt. So. Tun wir mal eine Milch trinken, damit wir einen Eimer frei haben und nehmen wir mal hier so ein Ding mit. So, jetzt muss ich nur wieder gucken, weil ich brauche nämlich hier. Das ist Kalk, das ist doof. Warte mal. Aber ich könnte.
Weil das wird ja nicht, das ist ja keine unendliche Quelle, ne? Machen wir. Ah, ne, warte, das weg. Hä? Nothing new can be learned from this. Okay, gut. So, und da ist auch schon unser Gebiet. Ich bin mal gespannt, was das jetzt wird. Ich meine, wir sollten ordentlich Damage austeilen können. Ich muss noch ein bisschen Futter, muss ich trotzdem mal rauslegen. Damit ich einfach dann futtern kann, wenn. So, mal 6 davon, 6 davon, 6 davon. Alles, was ich auf jeden Fall essen kann, packe ich mir mal raus in der Menge. So, mal 4. Achso, davon habe ich schon. Einfach mal 6. So. Gott. Oh Gott, das wird scheiße werden. Ich kenne mich. Ich werde einfach kacken. Okay. So, ich meine, der Vorteil ist, wenn der Chunk nicht geladen ist, ist das Vieh erstmal inaktiv. Das heißt, wir können es erstmal theoretisch dann austesten. So, machen wir die beiden und dann machen wir zack und dann machen wir zack. Und dann gucken wir mal, ob wir alles haben. Wir haben eine Instant Health Potion. Wir haben ein bisschen Essen, wir haben Pfeile, die Armbrust ist geladen. Jo, wunderbar. Dann futter ich nochmal, dass ich wenigstens voll bin. Ich mache mal hier nochmal, dass wir gleich zweimal fressen. So. Gut. Okay. Für die Sache brauchen wir Köpfchen. Also, los. Warum hängt mein Spiel gerade so sehr? So, hier öffnen wir uns something new. Wunderbar. Was zu Futter nehmen. Oh, warum leckt das alles so extrem? Immer wenn irgendwas Größeres passiert, dann... Oh, warte. Verdammt. So. Ah ja, okay, ich nehme den Bogen. Es ist wesentlich einfacher mit dem Bogen. Treffen muss man trotzdem, aber... Oh, jetzt kommt er runter. Oh, hört sich gerade selber weh. Hat er sich gerade selber wehgetan? Hat die Flüssigkeit ihm Schaden gemacht? Warum sieht die Flüssigkeit so komisch aus? Ist hier irgendwas kaputt gegangen? Ich glaube, der hat die Flüssigkeit gesprengt. Ich könnte ja einfach mal einen Milcheimer nehmen, anstatt dass ich jetzt hier warte, bis ich langsam sterbe. Okay, also wir haben es geschafft. Obwohl ich mich gerade frage, wie jetzt... Okay. So, ja, na gut, das war ja jetzt nicht so spannend, glaube ich. Also, wir merken uns, der Crossbow ist kacke. Der ist für einmalig Schießen so super. Das Problem ist, früher ist er automatisch eingeklickt. Jetzt muss ich ihn loslassen, der hat da zwischenzeitlich ein paar Mal nicht nachgelassen. Nachgeladen. Aber wir haben ihn einmal gescannt. Wenigstens etwas. Gut. Tschüss. Ein bisschen Zerstörung angerichtet. Da wächst Gras drüber, würde ich sagen. Das ist alles gut. So, das kann auch weg. Okay. Gut, also... Wir hätten es locker auch anders geschafft, aber... Ihr wisst, Ich bin eine Person, die gerne übervorbereitet. 14 Damage? Das sind 21. Mach mit dem so viel mehr Schaden. Spuck mich nicht an. Entschuldigung. Das hat mich angespuckt. Und warum leuchtet eigentlich alles? Weil ich es einfach nur im Inventar habe, leuchtet automatisch alles, was ich scannen kann? Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte immer, das ist nur, wenn ich das Ding in der Hand halte und irgendwas angucke. Ich wusste nicht, dass es ist, auch wenn ich es nur im Inventar habe. Nun gut. So, dann mal wieder ab nach Hause. Hat sich jetzt voll gelohnt, ne? Aber wir haben einen Netherstern, das heißt, wir können uns an die Terrestrial Agglomeration Plate setzen und an Terra Steel. Dafür brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr Mana, was das einzige Problem ist. Das heißt, ich muss mal einen Haufen Level wahrscheinlich nochmal machen. Also, was heißt machen? Mir holen aus dem... Okay.
Manchmal ist es komisch, manchmal macht der automatisch diesen Doppeljump. Ihr hört das ja, wenn er hier. Wenn da dieses. Kommt. Das ist ja dann automatisch Doppeljump. Und manchmal macht er den automatisch sofort, wenn ich anfange zu springen. Naja, gut. Jetzt zum Beispiel. Ich konnte nicht noch ein zweites Mal springen. So. Da sind wir wieder. Trautes Heimglück allein. So. Ich wollte noch mal. Genau, ich wollte noch was sagen. Moment. Mal kurz gucken. Und zwar war nämlich mal vor einer Weile die Frage, ob ich denn. Also. Ob ich denn nicht, wenn ich mal baue oder so, ob ich das irgendwie aufnehmen möchte als Timelapse. Jein. Nur mal um das mal so. Ich hatte mal überlegt, ob ich das mache. Und ich würde es auch gerne machen wollen. Erstmal dazu. Das Problem ist einfach nur, die Umsetzung ist nicht so gut möglich. Denn was müsste ich machen dafür? Aus der First-Person-Perspektive ist es einfach nur ein heilloses Durcheinander. Das bringt nichts. Also das kann man vergessen. Ich glaube, das versteht er auch komplett, wenn ich sage, ich möchte nicht in der First-Person sowas aufnehmen. So. Aber würde ich jetzt in Third Person aufnehmen wollen, bräuchte ich ja einen zweiten Computer. Also, was heißt bei. Ich hätte einen zweiten Computer, der auch Minecraft laufen lassen kann, das Modpack und so weiter. Aber das Problem ist, ich bräuchte noch einen zweiten Account. Dann müsste ich auf den Server gehen. Müsste dafür sorgen, dass ich aufnehme und dann ja das gut zusammenschneiden. Ich weiß nicht so ganz, ob das was wird. Es gibt einen Mod. Es gibt den Replay-Mod, den man super nutzen könnte, allerdings nur bei funktioniert der nur gut bei Modpacks, die nicht groß sind. Unser Modpack braucht Ewigkeiten zum Laden. Wenn ich nun das Footage, also die Aufnahme, das hatte ich ja schon mal gemacht in einem anderen Modpack, lade, dann dauert das schon Ewigkeiten und stürzt manchmal auch ab, weil es einfach so viel ist. Ja. Und deswegen ist es erstmal so, dass wir es nicht machen werden. Also wir werden erstmal keine Timelapse machen, so nebenbei. Ja. Genau. Nur so als Information. Weil ich einfach nicht die Möglichkeiten hätte, das schön umzusetzen. Weil ich bräuchte, wie gesagt, zweiten Minecraft-Account. Und nur dafür einzukaufen, ist ein bisschen doof. Zusammenschneiden muss ich dann eh noch, aber das Problem ist halt, wenn dann beispielsweise irgendwas komisch aussieht von dem Winkel, weil man kann ja keine schöne Kamerafahrt machen. Ich mag das immer gerne, wenn gebaut oder so eine Kamerafahrt drum geht und praktisch dann so langsam drum fährt. Und das kann man halt wunderschön, dieser Replay-Mod ist so schön. Wenn ihr Vanilla Minecraft oder sowas spielt und dort einfach irgendwas baut, nehmt diesen Replay-Mod. Was Besseres gibt's nicht. Ihr könnt im Nachhinein diese komplette Aufnahme abspielen lassen, könnt Rastpunkte setzen, könnt euch praktisch das nochmal komplett angucken, könnt selber nochmal wie in der Welt rumfliegen in den geladenen Chunks, natürlich nur die in dem Moment aktiv waren. Aber ihr könnt eine Aufnahme machen mit einem Pfad, könnt das nochmal nachrendern lassen aus diesem Winkel, könnt dann zum Beispiel auch sagen, okay, wir nehmen jetzt zum Beispiel noch einen Shader-Mod rein. Beim Bauen hast du keinen Shader-Mod an, auch bei der Aufnahme nicht. Aber du nimmst dann den Shader-Mod mit rein und du hast dann noch einen wunderschönen Shader dazu. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Aber, wie gesagt, Problem ist, im Modded-Pack, in so einem stark gemoddeten Pack, bringt das relativ wenig. So, okay, wir wollten eine Terrestrial Acclimation Plate machen. Schaffen wir die Folge noch. Gut, damit ich bis zum nächsten Mal das ein bisschen vorbereiten kann. Klack. Und dann, zack, Nein, zack. So, wir brauchen ein Netherstar. Wir brauchen zwei Rune of Mana. Wir brauchen ein Lapis Lazuli Block. Wir brauchen Steadfast Will Crystal. Ich weiß, was ich vergessen habe. Die Rune of Mana. Die habe ich vergessen zu machen. Ja. Kommen wir nicht mehr dazu. Verdammt. So, warte mal. Ich muss mal noch ein bisschen Level tanken. So, mal 30 und dann muss ich mal kurz gucken. Brauchen wir mal das Ding, das brauche ich unbedingt nachzugucken. Machen wir die Rose Arcana oder wie das Ding heißt.
Habe ich eigentlich noch einen Open Blocks Tank? Nein. Sonst hätte man jetzt wunderschön XP sich nehmen können davon. Okay. Wir gucken einfach mal, was wir jetzt an Zeug zusammenkriegen. Also, zack. Mal gucken, dass wir die Rosa Arcana nicht zu sehr befüllen. So. Was haben wir? Wir haben ein bisschen Mana-Stil. Wir brauchen aber wesentlich mehr. Wir brauchen so viel Zeug. Oh. Ich habe den Netherstern. Wir könnten ein Beacon bauen. Können wir noch etwas Tolles machen, vielleicht die Folge? Und ich mache nochmal ein Nether Screen oder so. Was ist das? Creative Buffer. Der Creative Block. Okay. Wir können einen End Crystal machen. Oder einen Advanced Wandcore. Oder einen Bitter Builder. Spectre Anchor. Player Interface. Player Interface wäre auch nichts Schlechtes. So. So. Hier. Jetzt noch ein paar Level. Aber auch viel zu viel Mana. Okay, wir müssen uns das einfallen lassen. Ich meine, wir haben keine Mana-Generierungsblume jetzt erstmal da, ne? Die Tangleberry. Nee, das sind keine, die. Die Munchdew hätten wir noch. Die Rose Arcana. Rosa Arcana haben wir ja schon mal gemacht, ne? Botania. Ich will mal ganz kurz nochmal gucken. Wir hätten noch die Gomarillas. Die könnten wir machen. Entropinion. Endoflame haben wir auch. Da könnte ich auch noch was reinmachen. Slimus bringt uns nicht. Shark Minot. Das sind. Ja. Wir könnten eine Gomarillas machen. Ansonsten. Ah, es bringt auf die Schnelle nicht das Mana, weil die hat ja auch so einen extremen Cooldown und was weiß ich nicht. Wir könnten einen anderen Mana-Spreader mal machen, dass wir schneller aus der Rosa Arcana das Zeug rausbekommen. Hab ich denn noch Dreamwood? Nein, aber ich kann welches machen. So, Moment. Und dann muss das zusammen mit einer Rune of Mana. Okay, hat sich schon wieder erledigt. Hatte ich nicht mal einen Dreamwood gemacht? Ich bild mir ein, ich hatte mal einen Dreamwood gemacht. Aber anscheinend nicht. Hm. Nun gut. So. Wie machen wir das am besten? Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das am besten machen will. Ich meine, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Mana wieder. Was haben wir denn? Wir haben 3 Mana-Steel. Also wir brauchen 2 für ein nicht Elektrum. 2, ja. Okay, das heißt, wir brauchen für die Terrestrial Agglomeration Plate brauchen wir Blöcke von Mana-Steel. Ich weiß gar nicht, was ineffizienter war. Ich glaube, wenn ich die Ingots einzeln reinmache, ist es effizienter, als wenn ich es anders mache. Wie viel String haben wir? Nicht genug. 5. Wir brauchen aber 2, 3, 4. Wir brauchen 8. Okay. Ich weiß nicht, warum mein ME-System in letzter Zeit immer ausgeht. So, jetzt haben wir genug. So, warte mal. Das sind 12. Das sind 10. Das sind 8. Gott. Die 8 brauchen wir, also die 32 Fädlein. Wir brauchen noch 3 Diamanten brauchen wir noch. 4. 3. 3 Diamanten. 2 Perlen. Zack, zack, zack. Oder sind nur 2? Ups. Jo. Dann brauchen wir noch eine Reinforced Slate, oder beziehungsweise wir brauchen 2. Ups, falsch. Nein, Dammelchen. Okay, das war's. Wenn wir das alles machen können, dann haben wir es geschafft. Aber das werden wir nicht schaffen. Bin mir ziemlich sicher, das werden wir nicht schaffen, vor allem, weil die Folge eigentlich zu Ende ist. Ah, verdammt. Warum kostet Mana's Infused String mehr
als Mana-Stil? Wer hat sich das ausgedacht? Und vor allem, bessere Frage, warum? Was macht das für einen Sinn? Das ist meine Frage. Was macht es für einen Sinn, dass es mehr kostet? Nun gut, ich hole mal noch ein bisschen was zum Brennen und das muss ich dann ausgeben. Ich hab's total vergessen. Es tut mir leid. Ich war so damit beschäftigt, an Bögen zu arbeiten, dass ich das komplett ignoriert habe. Gut. So. Ups. Nee. Gut, aber was nützt mir jetzt noch lange hier rumzustehen und nichts zu sagen? Ich würde sagen, dann lieber beende ich die Folge und wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffe, es hat euch gefallen. Oh, nee. Wir haben auf jeden Fall schon mal die 2 Mana per. Können das ja mal hier unten hinpacken, was wir alles schon haben. Von dem Zeug, was wir brauchen. 4. So, warte mal, wie viel brauche ich? 9, 18? 18? 1, 2, 3, 4. 4 mal 4 mal 4 macht 16. Also 18 plus 16 macht 34. Ich war gerade zu voll. Das hat funktioniert. Das nicht. Okay. Gut. Wie gesagt, ich gehe nochmal meine ganzen Level raushauen hier. Vielleicht mache ich mir noch einen Open Blocks Tank. Dann kann ich die Level einfacher rausnehmen. Brauche ich nur einen hohen Durchfluss von der Pipe. Gut, jetzt wirklich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Noch einen schönen Tag. Tschüss, bis nächstes Mal. Dann hoffentlich mit Terrestrial Agglomeration Plate. Dann brauchen wir auch einen Haufen Mana. Ich brauche unbedingt eine bessere Mana-Produktion. Okay. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Noch einen schönen Tag.